So, das letzte ist der Vollbildmodus. Ja, da gibt es eigentlich auch nicht viel dazu zu sagen. Wenn ich hier drauf gehe, dann, na, jetzt gehen wir, dann macht er quasi, schalte ich am Vollbildmodus und habe ich halt mehr Möglichkeiten, jetzt hier zu arbeiten, habe halt mehr Platz, weil er alles andere ausblendet. Ja, ist vielleicht eher interessant für Demonstrationszwecke, wenn ich meinetwegen jetzt hier was gezeichnet hätte in 3D und möchte mir das jetzt in Ruhe hier anschauen, dann ist es vielleicht günstiger, wenn ich das im Vollbildmodus mache. Ja, oder halt, wie gesagt, wenn ich irgendwas präsentieren will in einer dritten Person und die vielleicht irritiert ist, wenn sie den Haufen Befehle jetzt hier so sieht, dann kann man mit dem Vollbildmodus arbeiten. Ja, und hier schnell mal, ohne dass man jetzt meinetwegen erst ins Layout gehen muss und dann eine Seitenvoransicht und so weiter erzeugen muss, wenn man meinetwegen noch gar kein Layout hat, kann man sich schnell mal die Sache halt anschauen, jetzt ohne die ganzen Befehle jetzt hier am Bildschirm liegen zu haben. Dazu ist zum Beispiel der Vollbildmodus interessant. Ja,